Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV. So, dann auch von meiner Stelle ein recht herzliches Hallo in die Runde zur Spieltagspressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstag um 14 Uhr beim MSV Duisburg. Auch ich möchte noch mal ganz kurz vorstellen, wer heute auf unserem PK-Podium Platz genommen hat. Interimscoach Robin Lenk begrüßen wir, in der Mitte unseren Vorstandssprecher Frank Fischer sowie links außen der Geschäftsführer der FSV Zwickau Spielbetriebs GmbH, Marvin Klotzkowski. Wie Sie alle mitbekommen haben, hat sich der FSV Zwickau zu Beginn der Woche von Cheftrainer Joe Enox und Sportdirektor Toni Wachsmuth getrennt. Wir möchten Ihnen, bevor wir dann gemeinsam den sportlichen Ausblick auf das Spiel in Duisburg wagen, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu dem Thema loszuwerden. Und da können wir direkt loslegen. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen, dann wird man Ihnen das Mikrofon reichen. Ja, kurze Frage an Herrn Klotzkowski und Herrn Fischer. Können Sie uns nochmal bitte mit reinnehmen in die Entscheidungsfindung? Es ist von neuen Impulsen die Rede. Neue Impulse beim Trainer kann man vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, was da der Hintergrund sein könnte, generell, wenn man einen Trainerwechsel macht. Aber was ist der neue Impuls, wenn man sich vom Sportdirektor trennt? Bitte, Frank. Oh. Ja, also wir haben ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir von der sportlichen Leitung sprechen beim FSV Zwickau. Wir haben niemals gesagt, dass wir vom Sportdirektor oder wir sprechen jetzt vom Trainer, das ist erstmal grundsätzlich so. Ganz einfach ist es so, wenn wir heute uns von unserem Cheftrainer trennen, hätte das natürlich den Beigeschmack, dass es den Anschein erhegt, als ist Joe Enox derjenige, der grundsätzlich die einzige Last trägt dessen, wie die sportliche Situation beim FSV Zwickau aus. Dem ist nicht so. Wie gesagt, wir haben immer davon gesprochen, dass es eine sportliche Leitung gibt. Dort gehört genauso wie der Trainer auch der Sportdirektor dazu. Und das ist der Hintergrund genau für diese Maßnahme. Ich würde an der Stelle kurz ergänzen. Wir haben auch nach dem Spiel gegen 1860 München haben wir die Situation analysiert. Wir haben Gespräche geführt, weshalb es dann auch ein klares Statement auch vom Aufsichtsrat, vom Vorstand und eben von der Geschäftsführung aus gab, dass wir auch bewusst gesagt haben, es wäre eben viel zu einfach, auch die Schuld immer nur einer Person irgendwo zu geben. Wir haben bewusst auch die Situation ganzheitlich analysiert, so wie es Frank eben vorhin formuliert hat. Und genau deswegen kam es dann eben zu der Entscheidung, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann wollen wir aber den gesamten Rahmen einmal analysieren. Und so sind wir zum Entschluss gekommen, dass es dann auch Sinn macht, beide entsprechend zu beurlauben. Wie ist denn die Situation in der Mannschaft aufgenommen worden oder diese Entscheidung? Wie hat man reagiert? Also zunächst haben wir erstmal mit dem Mannschaftsrat gesprochen. Dort kann ich Ihnen berichten, dass es ja eine sehr gefasste Aufnahme gibt der Situation. Das sind alles Profis, die kennen solche Situationen, auch von vorherigen Vereinen. Und mein Feedback aus der Mannschaft ist, dass die Mannschaft es sehr stabil und sehr gefasst aufgenommen hat. Und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das auch als Chance nützt, aber vielleicht kann ja der Robin Lenk dazu mal berichten, wie die Mannschaft jetzt gerade intakt ist, weil es genau sein Bereich ist. Also erstmal hallo in die Runde. Vorweg würde ich gerne erstmal was Persönliches loswerden und ich glaube, das gehört sich einfach nach der langen Zeit. Sowohl Toni Wachsmuth als auch Joe Enox gebührt erstmal Riesendank. Weil die hier speziell Joe die letzten Jahre hervorragende Arbeit gemacht hat und ich glaube, dass ohne die gute Arbeit wir nicht mehr hier sitzen würden. Wenn man über einen langen Zeitraum zusammenarbeitet, sowohl wir im Trainerteam als auch die Mannschaft, sind ja einige Spieler dabei, die Joe auch schon mittlerweile 5 Jahre dabei hatte und kannten, ist das natürlich nicht so einfach. Das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz waren es die ersten 2 Tage ohne ihn trotzdem sehr professionell. Wir konnten uns trotz der widrigen Bedingungen im Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir hatten, weil auch letztendlich noch nicht bespielbar, vernünftig vorbereiten. Und da würde ich vielleicht gleich mal auf unseren Gegner eingehen mit dem MSV Duisburg. Erwartet uns eine Mannschaft, wo man sagen muss, da ist eine klare Spielidee zu erkennen.
von Thorsten, sowohl mit Ball als auch gegen Ball. Die haben eine sehr, sehr starke individuelle Offensive, haben einen absoluten Unterschiedsspieler in ihren Reihen mit dem Moritz Doppelkamp, haben eine absolute Stärke bei Standards. Da sind die auch ligaweit aktuell die beste Mannschaft, also mit 7 erzielten Eckballtoren plus 2 noch aus Freistößen, wo man sagt, da liegt besonderes Augenmerk, dass wir da wirklich wach sind, dass wir da stabil sind. So, und ansonsten denke ich, sind wir auf das Spiel bestmöglich vorbereitet, wissen, was auf uns zukommt. Und im Fußball ist es ja so, dass immer Kleinigkeiten entscheiden. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, hätten wir gegen Oldenburg in der 90. Minute das Ding reingehauen, den Elfmeter, und vielleicht in Meppen in der 90. Minute den Elfmeter bekommen, säße ich jetzt nicht hier. Das ist mit Sicherheit so. Trotzdem ist es so, dass Kleinigkeiten Spiele entscheiden. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir die Kleinigkeiten für uns nutzen, zu unseren Gunsten ausnutzen, dass wir stabil sind, dass wir stabil im Kopf sind, dass wir die Grundtugenden, die der Verein verkörpert, dass wir die vielleicht noch einen Tick besser machen, als wir das die letzten Wochen gemacht haben. Und dann, glaube ich, sind wir auch nicht chancenlos in Duisburg. Dankeschön. Ich würde noch mal kurz zurückkommen zur Entscheidung. Ist die im Vorstand einstimmig gefallen? Also alle Gremien haben das einstimmig, haben dem zugestimmt. Es gibt dort keine Enthaltung oder Gegenstimmen. Okay, und die zweite Frage, gibt es im Zuge der Personalentscheidung Mitgliederaustritte und wenn ja, wie viele ungefähr? Also, sorry, aber es gibt jetzt keine Austritte von Mitgliedern und auch nicht wie viele. Die Frage erschließt sich mir jetzt nicht, aber ich beantworte sie natürlich sehr gerne, ganz klar. Muss ich dazu sagen, also wir sind ja im Prinzip in der dritten Liga ein Verein, der etwas anders ist als die anderen Vereine. Also in Zwickau ist es ja, ich weiß gar nicht, ob Sie das im Einzelnen wissen, wenn der letzte Trainerentlassung überhaupt mal in Zwickau stattgefunden hat oder Beurlaubung. Insofern ist das eine Geschichte, die ist natürlich für uns auch neu, ganz klar, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir dort auch im Vorfeld aus meiner Sicht sehr professionell damit umgegangen und haben natürlich heute eine Situation, wo wir Schritte gegangen sind. Aber ich möchte vielleicht mal noch eine Erklärung dazu beitragen, wie wir es aus der Presse entnommen haben. Es ist also so, dass der Joe Enochs von meiner Seite aus und auch von deiner Seite aus niemals die Position des Sportdirektors hat angeboten bekommen. Das ist also Unsinn. Ich saß im Dezember mit Joe Enochs zusammen und habe ihn im Rahmen eines Gespräches zu mir gebeten. Dort ging es um Wertschätzung, allerdings auch um die Situation des FSV Zwickau, weil es ist klar gewesen von Anfang an mit unserem holprigen Start, mit einem sehr geringen Budget, was wir mittlerweile auf 3 Millionen nach oben geschafft haben, also ähnlich dem der letzten Saison, dass es da durchaus sein kann, dass die Mechanismen des Marktes greifen. Die Mechanismen heißen, wir kommen nicht in die Erfolge, in der Erfolgsspur zurück. Und ich habe den Joe Enochs in einem persönlichen Gespräch sehr vertrauensvoll und sehr offen angeboten, Geschäftsführer Sport zu werden beim FSV Zwickau. Geschäftsführer Sport ist die Ausrichtung des FSV Zwickau für die Zukunft. Das ist auch eine Erwartungshaltung von unserem kaufmännischen Geschäftsführer. Dort die Lasten von der einen Seite im sportlichen Bereich und auf der anderen Seite im Bereich zu haben, der im Kaufmännischen liegt. So, 2 Dinge sind da noch zu ergänzen. Die Entscheidung des Joe Enochs habe ich abverlangt auf den 28.02. Und die zweite Geschichte dahinter ist, dass wir uns darüber verständigt haben, dass das nur stattfinden kann, wenn letzten Endes diese Marktmechanismen nicht greifen. Heißt also, wir brauchen Erfolge. Und dann haben wir angefangen im neuen Jahr mit einer Niederlage gegen Oldenburg. Das haben Sie ja selber erlebt, mit dem 0:1. Wir haben dann das zweite Spiel, wo wir quasi nach 7 Minuten in München schon weg waren, verloren. Wir haben dann mit Trainer und auch mit Co-Trainer gesprochen über die aktuelle Situation. Wir wollten dort Signale setzen, sind dort in die Tiefe nochmal tiefer abgetaucht, wie wir das vorneweg schon gewesen sind. Wir haben die Situation gemeinsam analysiert am Sonntag nach dem Spiel von 1860 und sind dann ganz klar auseinandergegangen mit einer klaren Ziellinie, dass sich hier auf alle Fälle was tun wird und auch tun muss. So, egal in welche Richtung das dann am Ende auch ausschlagen wird. So haben wir dann das Spiel in Halle gewonnen
wo wir auch sehr glücklich und sehr dankbar sind. Und haben natürlich jetzt gegen den Tabellenletzten Meppen 1-1 gespielt. Und ja, auf der einen Seite ist der Elfmeter, den wir hätten vielleicht auch bekommen können müssen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht verkennen, gibt es einen Konter in der letzten Minute, wo der Ball des Gegners auf unserer eigenen Latte gelandet ist. Das sind also Dinge, die uns einfach dann auch zu bedenken bringen, weil wir ja genau nach der Wahrnehmung die Zwickauer Eigenschaften, die Zwickauer Tugenden vermisst haben. Das heißt also diese Leidenschaft, dieser Kampf, dieser Biss, diese Aggressivität, dass der Gegner schon beim Aussteigen aus dem Bus letzten Endes die Mannschaft fürchtet und das Publikum dahinter. Und das ist genau das, was der Zwickauer und den Zwickauer Fußball macht. Und ich möchte es mal ganz einfach mal klipp und klar nochmal auf den Punkt bringen. Also ich hatte gestern auch mit Joe dazu nochmal telefoniert, er rief mich an und wir sind da auch klar, wir beide, das ist in Ordnung, das ist Sport. Ich verstehe selbstverständlich die Emotionen dahinter. Das ist völlig normal, dass man da, wenn man sein Baby, nenne ich es mal, weggenommen bekommt, nach seiner Sicht der Dinge, natürlich verletzt und enttäuscht ist, ganz normal. Aber nach einem Tag der Überlegung ist der Joe wieder der Alte und ist genau wieder auf der Spur. Und an dieser Stelle auch nochmal an die beiden, wir sind sehr dankbar, dass wir die beiden Herren an unserer Seite hatten. Sonst wären wir ganz sicher nicht dort, wo wir jetzt stehen als FSV Zwickau. Wir wären auch wahrscheinlich nicht mehr in der Liga, obwohl das hypothetisch ist, dass es genauso gelaufen wäre. Aber davon gehe ich ganz einfach mal grundsätzlich aus. Wir sind dazu dankverpflichtet und jedes Mal, wenn die beiden hier ins Stadion kommen wollen, dann sind sie natürlich herzlichst bei uns eingeladen, selbstverständlich. Und genau das ist die Lesart des übrigens der FSV Zwickau. Ich habe auch ein paar Fragen zur Personalie Wachsmuth und zur Konstellation Wachsmuth-Enox. Zunächst mal, Sie haben gesagt, die Mechanismen des Marktes, Signale setzen, das hört man sonst fast ausschließlich in Bezug auf die Trainerposition, fast nie in Bezug auch auf den Sportdirektor. Und dann in aller Regel nur, wenn der sich schon 2-3 Mal bei der Trainerentscheidung beispielsweise vertan hat. Das war bei Toni Wachsmuth jetzt nicht der Fall. Was hat Sie inhaltlich dazu bewogen? Was werfen Sie ihm inhaltlich vor? Und was macht Sie zuversichtlich, einen zu finden, der in einem Verein wie dem FSV Zwickau da mehr rausholt? Ja, also vielleicht die letzte Frage, es ist erstmal fraglich, ob wir überhaupt jetzt gleich einen Sportdirektor einstellen. Ne? Und die Frage davor ist ganz einfach die, es gibt sicherlich intern, wie wir es schon gesagt haben, eine ganze Menge Messindikatoren, die uns dazu veranlasst haben, die wir geprüft haben, die wir natürlich nicht hier in die Öffentlichkeit bringen. Auf der anderen Seite, ich hatte es vorhin bereits schon einmal gesagt, es wäre völlig konträr unserer Haltung, wenn wir den Joe Enox als Alleinigen in die Verantwortung nehmen würden. Und deswegen sind beide Sportfreunde nicht mehr bei uns. Wir haben immerhin jetzt 28 Spieler in der Kabine. 28 Spieler. So viel hat der FSV Zwickau noch nie gehabt. So, und das kann man werden oder auch nicht. Und das sind also so Indikatoren, wo wir letzten Endes auch Entscheidungsgrundlagen gebildet haben. Aber verstehen Sie es bitte, Herr Küpper, wir lassen bestimmte Dinge selbstverständlich auch intern. Das wird genauso auch bleiben. Warum hat man sich dazu entschieden, Toni Wachsmuth, wenn man schon grundsätzlich diese Zweifel hatte, das Transferfenster noch zu gestalten? Ganz einfach deswegen. Wir hatten gesagt, okay, wir sitzen in einem Boot, wir setzen Impulse und haben gesagt, okay, die Notwendigkeit, die Mannschaft zu verstärken, war für uns letzten Endes natürlich auch der Beitrag, den wir leisten wollten, letzten Endes, um zu sagen, okay, wir sitzen in einem Boot, wir verlagern die Lasten nicht nur auf die Verantwortlichen im sportlichen Bereich, sondern der Verein, insbesondere Marvin Klotzkowski und auch meine Wenigkeit, sind dort gefordert. Das haben wir auch gemeinsam analysiert und haben natürlich den beiden Spielern, die Toni Wachsmuth dort haben wollte, nochmal stattgegeben. Vor allen Dingen, ich würde da gerne einmal ergänzen, man darf auch nicht vergessen, dass wir uns auch in der Nachlizenzierung befunden haben. Also es war auch lange erstmal nicht klar, ob wir es tatsächlich so in dem Umfang schaffen. Wir haben zwar es pünktlich auch geschafft, sämtliche Unterlagen auch einzureichen. Wir haben auch immer gesagt, dass wir am Stichtag, das war der Montag, der 16. Januar, meine ich, war es, haben wir es auch geschafft, oder eine Woche später sogar erst, die Unterlagen auch pünktlich einzureichen. Also wir wussten auch bis dahin überhaupt nicht, schaffen wir das in der Nachlizenzierung, die finanzielle oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Das war noch lange auf der Kippe. Ich war immer guter Dinge, oder wir waren immer guter Dinge, dass uns das gelingen wird. Es ist uns auch gelungen, aber trotzdem war es immer so, dass wir auch immer gesagt haben, wir müssen vorsichtig sein. Wir können aktuell kein zusätzliches Budget, dürfen wir ausgeben. Wir haben auch einen klaren Personalaufwand, einen Rahmen, den wir gegenüber DFB auch aufgezeigt bekommen haben. Das mussten wir also auch erstmal erfüllen. Also von daher war auch erstmal lange nicht klar, ob wir noch agieren können. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Toni Wachsmuth da trotzdem sehr untriebig war. Natürlich haben wir ihm auch die Zeichen gegeben, pass auf, bitte eruier den Markt, schau, wo es Möglichkeiten gibt.
Aber nochmal zu der Frage, wir wussten lange auch erstmal nicht, ob wir uns das leisten können. Also wir haben einen finanziellen Puffer beim DFB eingereicht. Das hat der DFB auch jetzt auch erstmal so anerkannt. Trotzdem müssen wir jetzt bis zum 17. Februar noch den Personalaufwand, das ist eine Auflage aus der Lizenzierung, das müssen wir auch erstmal aufzeigen, um da jetzt auch wirklich einen Haken hinterzumachen. Also von daher war es sehr lange auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich tätig werden können. Dann zum Abschluss noch von mir, auch in diese Richtung. Toni Wachsmuth war Sportdirektor, hat im Oktober, glaube ich, angeboten bekommen, Geschäftsführer Sport zu werden, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie Joe Enox auch diesen Posten angeboten haben, aber nur im Erfolgsfall. Heißt ja im Umkehrschluss, dass auch im Erfolgsfall man sich gegen Toni Wachsmuth und für Joe Enox entschieden hätte. Können Sie das so bestätigen? Nee, kann ich nicht so bestätigen. Ganz einfach, der Posten wurde dem Sportdirektor angeboten, der hat abgelehnt. Die Frage stand in dem Moment gar nicht, also er ist gar nicht auf das Angebot eingegangen. Ich würde da gerne was zu ergänzen. Als ich im Sommer gefragt worden bin, ob ich mir die Position zutraue, war mir klar, dass ich gerne zurückkomme, den wirtschaftlichen Teil hier auch abdecken werde mit meiner Kompetenz. Klar war mir aber auch, und das habe ich auch von Anfang an in den Verhandlungen offengelegt, dass ich jemanden brauche, der den sportlichen Bereich abdeckt. Ich bin kein Profifußballer, ich habe vieles mir von der Pike auf selbst beibringen müssen. Ich bin froh, dass auch vieles von dem aufgegangen ist, aber nochmal, mir steht es nicht zu, tatsächlich da im sportlichen Bereich unten rumzuwursteln. Das ist nicht meine Stärke, deswegen bin ich auch sehr, sehr selten unten im sportlichen Bereich, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Natürlich jetzt aktuell in der Phase zeige ich Präsenz, aber das war etwas im Sommer, wo ich gesagt habe, das muss uns gelingen. Und als ich im Sommer kam, das muss man auch mal ganz klar sagen, hatten wir, und da bin ich auch froh, dass ich da auch sehr froh darüber informiert worden bin, aus vielen anderen Kreisen auch, hätten wir es nicht geschafft, wir wären im November, hätten wir die Hand hin, wir wären in die Insolvenz gegangen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Von daher haben wir da von Anfang an auch versucht, die Kompetenzen möglichst irgendwo auch schnell zusammenzufinden. Ich bin froh, dass wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, dass wir die sichern konnten. Natürlich gab es in dem Bereich, wo ich die Hand gehoben habe, gesagt habe, ich brauche die sportliche Kompetenz, sind Gespräche geführt worden, nochmal. Wer jetzt was und wer wie wo was gesprochen hat, nochmal dazu werde ich mich jetzt nicht äußern, weil es interne Dinge sind, die bleiben intern. Aber nochmal, auch wir haben mit allen Personenkreisen haben wir auch da darüber gesprochen. Aber Toni Wachsmuth, nur zum Verständnis, hat im Oktober abgelehnt, sagen Sie. Ja, hat abgelehnt, genau. Können Sie das ganz kurz nochmal erläutern, was Sie gerade sagten, wir wären in die Insolvenz gegangen. Was war ausschlaggebend, dass es nicht passiert ist? Wir haben es geschafft, indem wir die wirtschaftlichen Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben ein wahnsinnig tolles Vertriebsteam. Wir sind sehr untriebig gewesen. Ich habe meine Stärken mit eingebracht. Wenn Sie sehen, was wir an Partnern dazu gewonnen haben, was uns jetzt auch gelungen ist, mit Hofmann Metall nochmal zusätzliche Liquidität nochmal aufzubringen. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass natürlich auch durch die finanzielle Unterstützung vieler, viele andere Partner zusätzlich noch Gelder eingeflossen sind. Natürlich auch durch das Premium-Sponsoring-Paket, was Herr Frank Fischer hier bei uns abgeschlossen hat. Das sind natürlich alles solche Hilfsmittel gewesen, die uns wahnsinnig unterstützt haben, damit wir tatsächlich von Monat zu Monat uns weiterhangeln konnten und auch letztendlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Januar dann gegenüber dem DFB nachweisen könnten. Das war aktuell, ich will auch da nicht auf Einzelheiten eingehen, aber das war der Status quo, wo ich im Sommer hergekommen bin. Nochmal eine Frage zur Entscheidungsfindung. Mir wurde vom Aufsichtsrat gesagt, dass die Entscheidung zu Joe und Toni Wachsmuth Sie als Geschäftsführung auch mit getroffen haben, neben dem Vorstand. Ist das so? Weil Sie jetzt selber sagten, Sport ist nicht so Ihre Hauptkompetenz. Ich bin Geschäftsführer, heißt also, dass auch ich mit natürlich in der Entscheidungsfindung auch noch mitsprechen darf. Das ist auch gut so, das ist das, was einen Verein stark macht. Und selbstverständlich, nochmal, das hat der Frank Fischer auch eingangs erwähnt, wir haben alle einstimmig, haben wir uns dazu entschieden, sowohl Toni Wachsmuth als auch Joe Enox zu beurlauben. Es war eine einheitliche, gemeinschaftliche Entscheidung, die getroffen worden ist. Und ich als Geschäftsführer habe dann natürlich auch mit in der Entscheidungsfindung entsprechend auch mit unterstützt. Vielleicht mal ergänzend dazu, der Geschäftsführer, der kaufmännische Geschäftsführer ist tatsächlich der Chef innerhalb der Spielbetriebs GmbH vom Sportdirektor und auch vom Cheftrainer. Das sind also der direkte Chef, wissen Sie.
Und es ist auch nicht jeder Chef, der jetzt bei uns aufschlägt oder kommen wird, letzten Endes muss jetzt gleichzeitig der beste Fußballer sein. Aber da muss auf alle Fälle der beste Kaufmann sein, den wir haben als Geschäftsführer. Und muss genau diese Dinge dann letzten Endes, auch wenn sie manchmal unkonventionell sind, tatsächlich tragen oder eben nicht mittragen. Das ist eine ganz normale Geschichte, eine ganz normale Handlung. Und gerade aus diesem Grund ist es eben besonders wichtig, gerade aus diesem Grund, um dort mehr, mehr Unterstützung zu erfahren, ist es für uns extrem wichtig, in Zukunft eben genau diesen Geschäftsführer aus dem sportlichen Bereich als Ergänzung zum kaufmännischen Geschäftsführer hinzuzuführen. Diese beiden Funktionen vereinen wir jetzt genau mit Marvin Klotzkowski für den Moment. Und die Entscheidungsgrundlage, diese Kompetenz hat er an jeden Fall, sowohl inhaltlich, aber auch von der Tragweite. Ich würde dann gerne noch mal auf das Sportliche kommen und den Robin Lenk fragen, wie wir denn jetzt den FSV erleben werden beim MSV Duisburg. Wird das jetzt der Lenksche FSV, die Mannschaft, was wirst du anders machen oder was behältst du bei? Also grundsätzlich ist es ja so, dass sich der FSV durch die elementaren Dinge ausgezeichnet hat. Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, absolute Aggressivität gegen Ball. Und ich glaube, dass das ein paar Punkte sind, die uns die letzte Zeit ein Stück weit abhanden gekommen sind, aus verschiedenen Gründen. Und da gilt es einfach anzusetzen, dass wir gegen Ball vielleicht den Tick besser arbeiten, dass wir in jeder Situation hellwach sind, dass wir stabiler im Zweikampf sind und dass wir es vielleicht auch schaffen, hinten zu null zu spielen. Und dann kriegt man vielleicht auch vorne die eine oder andere Möglichkeit, die man dann selbstverständlich nutzen muss. Wer fällt aus für das Spiel? Was ist mit dem Herrn Schneider? Der war ja letztes Mal dann kurz vor knapp einfach doch nicht in der Aufstellung. Das ist korrekt. Der ist auch nach wie vor angeschlagen. Also wir haben da eine relativ lange Liste, begonnen bei Adam Susac, der krank ist. Robin Ziegele konnte auch die letzten Tage nicht trainieren. Das heißt, sein Einsatz ist auch fraglich. Marc Schneider ist ebenfalls so, dass er bisher nur ein Teiltraining absolvieren konnte. Auch fraglich fürs Wochenende. Yannick Möker ist Anfang der Woche umgeknickt. Der hatte ein bisschen Probleme mit seinem Knöchel. Auch fraglich. Und dazu kommt natürlich Max Janssen durch seine Gelbsperre, der uns schmerzlich fehlt, das muss man sagen. Plus unsere drei Langzeitverletzten mit Philipp Kusic, Lukas Krüger und Noah Agbaye. Müssen wir mal schauen, dass wir dann trotzdem eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen. Ja, Robin Lenk, Sie werden interimsmäßig jetzt der Trainer sein, auch gegen MSV Duisburg. Jetzt trotzdem die Frage, die ja viele hier in der Region in Zwickau umtreibt, gibt es Ihnen schon eine Idee, den Trainerposten neu zu besetzen? Ja, absolut, die Idee gibt es in jedem Fall. Nicht nur, dass wir die Idee dazu haben, sondern wir haben auch die Pflicht. Wir haben genau 14 Tage Zeit, dort zu reagieren im Sinne der Statuten des DFB. Und ja, wir sind im Austausch, wir sind in Gesprächen, wir sind also ja noch mehr als sonst unterwegs und arbeiten, telefonieren, führen Gespräche und ja, und denke mal, dass wir dann sicherlich dann uns gemeinsam eine Meinung dann gebildet haben und dann nächste Woche präsentieren können. Ja, ob das jetzt schon am nächsten Samstag so sein wird, dass sich hier etwas ändert oder nicht, oder dann erst danach, das entscheiden wir dann, wenn es dann soweit ist. Das sind so die ganzen Abläufe, die wir dort erstmal berücksichtigen müssen. Aber wir sind, das darf ich sagen, wir sind guter Dinge, dass wir nach den Merkmalen, die der FSV Zwickau, wo wir glauben, dass wir das brauchen, auch die richtige Person finden werden. Und meine Ergänzung noch an der Stelle, selbstverständlich auch das bestehende Trainerteam auch mit einbinden in die Gespräche, weil das uns auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir da gemeinschaftlich auch eine vernünftige Entscheidung treffen. Das wollte ich auch fragen. Es muss ja jetzt dann auch jemand sein, der quasi den Robin als Co-Trainer akzeptiert, mit ihm klarkommt oder wie auch immer. Also es ist ja immer eine Menschengeschichte. Viele Menschen arbeiten zusammen und da müsstet ihr jetzt euch quasi einbacken. Also, oder? Eben genau den richtigen finden. Ja, ja, genau. Schwierig, schwierig. Okay. Na? Gut, viel Erfolg. Dankeschön. Robin, kannst du nochmal was zu deinen Einsätzen als Interimstrainer sagen in der Vergangenheit, was du vielleicht da mitgenommen hast? Auch. Also es ist erstmal richtig, dass das ja nicht das erste Mal meine Aufgabe ist. Fakt ist, glaube ich, dass wir die drei Spielzeiten, die vorher der Fall waren in Aue, dass man das sicherlich differenzieren muss, einfach weil das immer unterschiedliche Situationen waren.
Fakt ist, dass wir das in der Vergangenheit immer ganz gut gemeistert haben. Ich glaube, da waren auch brenzliche Situationen dabei. Deswegen bin ich da natürlich ein Stück weit erprobt und werde natürlich da meine Erfahrungen und mein Wissen bestmöglich einbringen. Welches Anforderungsprofil haben Sie denn an den neuen Mann? Ist ja einer, der sofort funktionieren muss und sofort auch Abstiegskampf können muss. Genau, also wir hatten es ja gesagt, was die Zwickauer Tugenden sind. Kämpfen, leidenschaftlich kämpfen. Wir brauchen dort jemanden, der die Mannschaft motivieren kann. Wir brauchen den Pädagoge, wir brauchen den sportlichen Fachmann, wir brauchen den Teamplayer. Wir brauchen also jemanden, der auch idealerweise vielleicht uns sogar kennt, der vielleicht Drittliga-Erfahrung hat oder Ähnliches, der vielleicht idealerweise Abstiegskampf kann. Letzten Endes, der sich damit auskennt, der da nicht gleich zusammenzuckt, wenn es da mal etwas nickelig oder etwas enger wird, der Leidenschaft mitbringt. Also all die Dinge, also das ist so ein Wunschkonzert, Herr Köber, den wir jetzt ja gerade mal so aufbauen. Das ist ein enges Feld. Ja, und Sie sehen ja, was gerade in der Liga los ist, dass da eine ganze Menge Bewegung auch bei anderen Sportvereinen und Sportclubs jetzt da ist. Und da ist natürlich letzten Endes auch, beschränkt sich da irgendwo die Auswahl. Trotz allem steht für den FSV Zwickau, dass wir, das wollen wir ganz einfach auch nicht wegkehren, wir sind dann schon mal einer der 54 Profiklubs, wir sind dann schon mal attraktiv, wir sind dann schon mal der Verein, der letzten Endes eine sehr, sehr lange Zeit in der dritten Liga bewiesen hat, dass er aus vermeintlich relativ wenig Mitteln auch sehr viel machen kann. Und wir sollten uns bitte schön auch nicht kleiner machen, als wir sind und uns als attraktiven Sportpartner einfach sehen, als Sparringspartner. Und so gehen wir rein mit vollem Selbstbewusstsein und ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird. Noch eine Frage zur anderen Position, Sportdirektor. Sie haben gesagt, Sie sind sich noch gar nicht sicher, ob Sie sofort einen neu besetzen wollen. Jetzt sind Sie ja, wie Sie sagen, einer von 54 Profivereinen und wäre schon sehr unüblich, als Profiklub in Deutschland keine sportliche Leitung oberhalb des Trainers zu haben. Absolut. Wie sehen da Ihre Planung aus? Absolut. Die Planung sieht erstmal so aus, dass wir zunächst erstmal den Kopf des Ganzen, nämlich den Cheftrainer finden. So, und mit dem Cheftrainer und mit dem Co-Trainer und mit dem Torwarttrainer gemeinsam in diesem Staff und mit dem Athletiktrainer wird natürlich dann die Auswahl dieser Person dem hinten angestellt, wie der Cheftrainer aussieht. Und dann sind wir erstmal ein Stück weit weg, weil am 31. Januar ist im Prinzip das Transferfenster zugegangen, sodass wir erstmal im Moment keinen Druck haben. Viel interessanter wird es aber dann, die neue Spielzeit vorzuplanen. Dann haben wir natürlich mal ganz einfach hier 4 Wochen Luft, um die Dinge erstmal zu sondieren, den neuen Trainer ankommen zu lassen und das sukzessive und Schritt für Schritt abzuarbeiten. Aber ganz klar, es heißt jetzt nicht, dass keiner kommen wird, aber wir sagen, für den Moment sind wir dort etwas entspannter. Gibt es weitere Fragen? Dies nicht der Fall ist, danke ich Marvin, danke ich Frank, dass ihr euch Zeit genommen habt, alle Fragen zu beantworten. Robin und unserer Mannschaft alles Gute und maximale Erfolge am Samstag. Ihnen allen noch einen schönen restlichen Arbeitstag. Danke. Tschüss. Danke. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.